Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Trust and Betray zusammen mit dem Sprachgewalt. Guten Tag. Den Frame. Hallo. Der Julia drin. Hi. Dem Kaden. Ja, hallo. Und dem Maru. Hi. Wir hoffen, wir sprechen nicht zu viel durcheinander. Schnell. Das war wieso ja. Zu schnell? Was war? Ja, weil du 17 und so. Ihr habt doch nie, als hättet ihr noch nie mit mir aufgenommen. Das ist auch schon so lange her. Ja, stimmt. Klaus. Männer. Oh, meine Kiste ist voll, verdammt. Warum? Jetzt mal das ganze Kupfer rausnehmen. Muss ich jetzt irgendwo zwischenlagern. Verdammt. Mein Lager ist noch nicht fertig. Oh nein. Also für alle, die das nicht wissen, was er uns zählt, wissen, anders als alle anderen Menschen. Wieso? 1, 2, 17. Wo ist denn das Problem? Durch die 17. Ich hab viel zu viel Kupfer. Brauch ich mal Kupfer? Weißt du, so manch andere, die dann so 1, 2, 3 und dann erstmal nochmal 5 Sekunden schweigen und dann fangen sie an. Ja, das nervt mich mal, wenn die Leute noch schweigen, wenn sie schon runtergezählt haben. Jetzt kommt die zweite Katze vom Fenster reingekrochen. Ey, für was macht man hier die Zimmertür zu, damit man seine Ruhe hat, wenn die Katzen dann im ersten Stock durchs Fenster reingehen? Ja, du hast die Tür, die zuzumachen vor den Katzen. Haben hab ich. Ich brauche erstmal Holz. Lasst euch nicht von mir stören, ich crafte währenddessen. Ja, lasst euch bei mir nicht stören, wenn es im Hintergrund aunst. Ich schau mir jetzt das Ende von Minecraft an. Nee, mach ich nicht. Abspann, Spiel vorbei, kannst gehen. Richtig, ja. Ich hab Minecraft durchgespielt, schon wieder. Ich bin nicht ich, das sind die Katzen. Ich hab die gehört, kastriert. Was? Sehr schön. Hat noch irgendjemand irgendwie Bricks über oder so? Was für Bricks? Bricks? Clay halt, ja. Also. Ich hab noch Bricks, wenn du welche haben willst. Wie viel brauchst du denn? 9. Ja, komm her. On my way. Gibt's hier keine Diamond Saw? Ich brauch eine Diamond Saw. Wird die nicht so gecraftet? Wie wird die denn gecraftet? Was für ein Scheiß? Muss eine Diamond Saw. Diamantsäge. Scheiße, ich muss kurz reconnecten. Die wird anders gecraftet, wa? Oh. Wahrscheinlich. Oh, es ist nervig, ein Haus wieder abzureißen, nur um es dann anständig aufzubauen. Stone Stick? Wie mache ich denn Stone Sticks? Zwei Steine? Ja. Anstatt zwei Holz? Richtige Steine oder Kabel? Kobbel. Kobbel habe ich genug. Regenerieren lassen. Betreten Sie mein Haus. Du darfst jetzt einmalig hier rein. Juhu! So, hier links die Kiste, die da in dran hängt. Ah. Diese kleine hier. Da. Ah, okay. Ich will mal die Bilderswand haben. Aber nicht mehr als 9. Das sind Seared Bricks. Ach, was brauchst du denn? Die normalen, die aus Ton. Ach so, weißt du? Dann nimm die da unten den Clay, in der unteren Kiste. Nee, komm hier bei mir vorbei. Ich komm bei dir vorbei. So, vielen Dank. Das Nette ist, Basalt zählt diese Nachlademod nicht. Wo steckst du denn überhaupt? Ich bin bei mir im Haus. Oh, Moment, sollte ich mich mal wieder richtig morphen. Du bist bei dir im Haus? Ja. Da haben wir eine Diamond Sore, das haben wir schon mal. Das brauchen wir. Wo war dein Haus gleich? Jetzt brauchen wir Sand. Links neben deinem. Ach, du hast dir. Du bist. Ach, stimmt, ja. Habe ich gerade vorgelesen, letzte Folge irgendwie. Ah, da bist du auch schon. Okay. Hi. Was haben wir das? Stimmt, ich habe gesehen, dass du hier irgendwie da außen ausgestoßen oder sowas irgendwie hin. Ja, das war, als ich den Fluch hatte, musste ich Folgen als grün aufnehmen. Ja, stimmt. Das Haus ist mittlerweile rot. Und hier sind die drin, oder was? Nee, du kannst halt in deiner Folge die Wolle abreißen und dann in die Folge aufnehmen, mit einer anderen Farbe und einer Wolle dranhängen. Ja, aber das ist nur, wenn man da alleine dran gebaut hat. Mhm. Weil ich das verstanden habe. So, einmal reinkommen. Irgendwie so. Danke. So, und dann, Moment, das brennt ja hier schon. Guck mal, wie vorbereitet. Guck mal, hier brennen Bricks. Oha. Oh, das ist super, danke dir. Brauch nur die 3 dann. Ach, du hast nur 3. Ich dachte. Ja, also die 9 so. Ich brauch nur 3 für. Ich will so Blumentöpfe haben, weißt du? Blumentöpfe? Blumentöpfe, genau, die machst du halt. Das machst du ja nur mit links. Blumentöpfe. Dekorierst du? Ja, ich dekoriere auch dann. Du kommst, du kannst aber auch nicht aus deiner Haut, oder? Wie, was meinst du damit? Du musst immer alles top optimal dekorieren und bauen, oder? Das geht gar nicht so. Ich hinterlasse dir mal da irgendwie so. Ja, vielen Dank für dein Lied, oder? Ja, bitte. Dann machen wir schon mal das. Ich hab dich verwechselt. Ach, bin ich doof. Der Harpe, den meinst du, oder wen? Nee. Aus irgendwelchen Gründen habe ich Herr dich Creeper, jetzt. Hau ab! Mit, ich hab's vergessen. So, jetzt brauche ich's.
Diamanten. Und wie der Creeper vor mir flieht, das ist so lustig. Das brauche ich auch noch. Das ist so, ja, deswegen auch mit Karten, habe ich ja gesagt. Also stimmt. Ach, man kann aus Basalt keine Treppen machen, nur aus Basalt Kobbeln. Das ist so. Green. Auch gut. Das ist Green. Ja, obwohl, wo bist du denn eigentlich? Basalt Kobbeln. Was bitte? Wo bist du denn eigentlich? Ich bin in der Safe Zone, aber ich weiß nicht, ob du das so einfach findest. Dort, wo du die letzte Folge gebaut hast, also die aktuelle gerade? Ja. Okay, dann finde ich's. Ja, vor allem, das ist eigentlich richtig schön vom... Schuss. Von deinem Haus aus weg. Nennt man eigentlich recht schön. Ach genau, ich wollte eigentlich auch gucken, wie es da... Ob du da Fortschritte gemacht hast mit deinem Haus. Da ja, schon ein bisschen her, als ich mal geguckt habe. Ja. Ich habe auch lange jetzt nicht mehr aufgenommen. Ich nehme jetzt das erste Mal auf seit unserer letzten Aufnahme. Ach so. Ja, trotzdem. Ich habe die ganze Zeit nur aufgenommen gehabt. Ui, voll. Oh, schick. Ich habe das hier immer auch zum Beispiel gemacht. Das ist eine Wolke, ja. Ein Stück so. Ja, also, ich gebe dich mal zu erkennen. Ist. Irgendwo noch eine Kiste haben, ich weiß nicht wo. So, Glowstone. Als was warst du gemorpht? Mandrake. Reichen zwei. Das ist eine Alraune. Kennst du den schon? Wow. Hat noch jemand Cactus Green? Hat noch jemand Cactus Green? Ich hätte doch ein paar Kakteen. Cactus Green ist im Gemeinschaftshaus noch irgendwie zwei oder drei Einheiten da. Okay. Julia, Mike, geh halt weg da. Was für ein Moment, hä? Ich stehe draußen. Ich bin der Baum. Kann man nicht im Blumentopf was rein? Das sieht so gut aus. Konnte man nicht im Blumentopf was reinpflanzen? Cool, oder ist das blöd? Denn? Aber schon, warum, ja. Warum gibt es bei uns im Gemeinschaftshaus Cactus Green? Wer hat da was mitgemacht? Ich hab was mitgemacht. Ich hab mir eine Waffenbox gebaut. Dankeschön. Brain, hast du dir ein Leuchtfeuer gemacht? Ja. Ja. In welcher Kiste? Ich hatte zu viel Granit. Ich wollte grad sagen. Ah, das weiß ich. Du musst es haben. Kann ich jetzt irgendwas Besonderes? Nein, ich hab einen Kaktus gegen die Tür atmen, gehauen, ist die Tür oben grün. Du kannst in Lava schwimmen, du kannst fliegen in jeglicher Form, du kannst... Was haben wir auch drauf getan? Auf Deutsch gesagt, ich darf jetzt nicht mehr sterben. Kannst du müsstest auch fünf Herzen mehr haben, glaube ich. Mhm. Also eigentlich hast du das, was du vorher schon hattest, durch die Gene von mir, aber hast es noch zusätzlich Wizard-Effekt auf deine Schläge. Stimmt, den haben wir auch drauf. Und das Enderheal. Genau, cool. Das Enderheal. Ja. Dankeschön. Du Mistvieh, stirb einfach. Mein Gott, ey. Ja, es tut mir leid, sei doch nicht immer so unfreundlich zu mir. Ja, ich, ey, was machst du denn nicht? Warum rennst du auch als Baby zum Getan durch mein Haus? Nein. Ich jetzt ist immer noch da. Ich verstehe das nicht. Pflege wie macht man denn in die Blumentöpfe Zeug rein? Ja, das haut nur mit kleinen Blumen hin. Nee, ich hab meinen Kaktus aus einem Blumentopf. Ich kann so einen Kaktus reinpacken irgendwie. Ja, da muss ich ja nochmal irgendwie gucken gehen, dass ich sinnvolle Blumen dafür finde. Okay, okay. Ich brauche noch mehr Cactus Green, das ist nichts alles. Egal. Wirklich interessant. Moment, Fallschaden? Das ist so cool, wenn man keinen Fallschaden mehr kriegt. Das ist perfekt, das ist so, für mich. So super, echt. Wir müssen immer dran denken, dass wir bis zur 50 Todesstrafe dann Antigen haben. Wieso? Warum? Wenn wir diszipliniertes durchziehen und nicht spielen, ist es vollkommen egal. Diszipliniert durchziehen, wenn du nicht zweimal die Leertaste drückst. Dann hast du halt eine Strafe. Also da musst du selber aufpassen. Finde ich. Oh, ich glaube, Blume. Ich habe halt irgendwas mit Franzosen gelesen, aber da steht Safe Zone drin. Und das ist so perfekt, weil die den meisten Schaden meiner Rüstung. Alles klar, ey. So. Das war ein Schneidborn. Ich bekomme ohnehin den meisten Schaden auf meine Rüstung immer durch Fallschaden, dadurch ist das richtig perfekt für mich. Ja, schaut so aus. Danke. Bauen. Ja, ich Hühnchen. Ich bin ein Aufzug. Ach, das sollte ich auch die Samen in der Hand halten, gell? Vermehret euch. Hühner. Also was kann man so Schönes bauen? Normalerweise ist es doch so, wenn ich eine Treppe bauen würde und würde die Treppe mit Zaun einkleiden, würde es ja zum Garten gehören. Dann dürfte nie jemand meine Treppe kaputt machen, mal davon abgesehen, dass es eh Safe Zone ist, aber trotzdem. Bärenfalle? Ich wollte gerade sagen, in der Safe Zone brauchst du ja keinen Kopf drüber machen.
das eben egal ist. Jetzt sammle ich Blumen halt selber, das ist eh besser. Ich brauche mehrere. Shit, ich brauche davon. Was machst du denn schon wieder, Rasa? Ich baue mir mein Lager auf. Viel Spaß. Bin dabei. Ich glaube, das werde ich später auch noch machen. Das hört sich nämlich interessant an. Ein Lager aufbauen? 1, 2, 3, automatisches Lager. 5, 6. Oh. Achso. Das hört sich interessant an. Das stimmt, ja. Komisches Gewächs hier. Muss ich auch irgendwann machen, aber... Bambus, 23 Stück brauche ich, okay, 23 Stück. Ich bin hier echt hart an der Grenze, dass das wirklich noch als Safe Zone gilt hier. 23 Stück. Na gut, aber solange es hart an der Grenze ist, geht's ja. Naja, ich denke schon, dass es noch passt. Stück. Boah, die ganzen Rohstoffe, ich könnte hier stundenlang in dem Spiel, also mit dem Mod, ne, nur mit Farmen verbringen, ey, unglaublich. 23 Stück brauche ich. Und dann bist du immer noch nicht fertig. Nee, du sagst es. Mehr Redstone. 20 Stück. So, ich könnte vielleicht mal allmählich dran denken, ein Schild reinzupappen, dass es hier meins ist, ne? Wäre besser. Redstone. Wenn die klaut jemand das Haus. Solltest du tun, ja. Das Haus. Mich wundert es echt, dass es niemand gemacht hat, nachdem ich jetzt so lange nicht auf dem Server war. Vielleicht waren die anderen so lange einfach beschäftigt mit was anderem. Ja, wahrscheinlich. Du darfst eh in der Safe Zone weder was kaputt machen, noch klauen, noch sonst irgendwie. Von daher ist es. Na dann. Nicht immer das Haus klauen. Leider keine anderen Blumen. Ich hoffe, die gehen alle. Interface Pipe. Und die. Was ist denn für ein Geräusch? Ach, eine giftige Spinne. Guten Tag, giftige Spinne. Ich kann das mal oben zumachen. Sonst habe ich ein Problem, wenn die oben mich zumachen, ne? Ja. Wenn ich zumache, dann muss ich auch nur aufmachen, geht das ja. Ah, ich hab schon Glas kaputt gemacht, ich Depp. So, ich hab da noch Glas. Ja, liebe Spinne. Aber noch ein Schlag für dich über da. Aha. So! Müll gibt hier. Kann mir gar nichts können. Also ich brauche jetzt einen Elevator. Dafür brauche ich Perlen. Und das Schöne ist, du hast dann so ein paar Viecher da irgendwie, ne, die dir irgendwie an den Hals wollen. Und daneben steht ein Creeper. Und der Creeper so, nein, Mami, an den geh ich ran. Der riecht nach Ozelot. Oh, hat er nach Katze. Ja. Also Wolle habe ich genug, Enderaugen habe ich nicht genug. Nein, ich will das Schaf töten. Heute hast du es aber mit der dreckigen Lache, oder? Ich, ne? Ja. Ja. So. Wenn ich Wände in so ein Karo-Muster baue, also nur jeden, also wenn sich meine Wände und Steine nicht berühren, dann sind das hier immer nur einmal Einzellöcher, da kann keiner rein, ne? Ja, durch einmal Einzellöcher darf keiner rein, das stimmt. Auch wenn ich davon zig einmal Einzellöcher habe, okay. Ja, richtig. Verstehe. Ja, du darfst nur nicht aus einem 1x1 und einem 1x1 ein 2x1 Loch machen. Ja, nee, ist klar. Was ich meine. Dann ist es ja kein 1x1. Habe ich mich gerade selbst verwirrt. Einmal 1x1. Einmal 1x1. Wieso kommt ja. Da keine schwarze Tür raus? Also 3x1. Ich wollte eine farbige Tür. Wie komme ich denn hier zurück? Kannst du machen. Nein, no, ich habe mich verlaufen. Rosa-Türen gehen. Ach da, ich bin ja gar nicht so weit weg. Nee, alle Farben gehen. Ja? Na klar, mit Carpenter-Türen. Wie ich mich so. Immer... Ja, mit Carpenter-Türen sind super. Carpentry sind so großartig. Ja, kann man das ja aus, ne? Frame, ja. kann man Zäune aus Carpenter machen? Ja, klar. Wie denn? Du brauchst 2 Carpenter-Blöcke übereinander und links und rechts daneben ein Stick. 2 Carpenter-Blöcke übereinander und links und rechts daneben ein Stick. Ja, ich glaube, da links und rechts daneben, über den unteren Block. Was hab ich denn hier? Okay. Musst du ausprobieren. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Geilomat, vielen Dank. Bitteschön, mal gerne. Okay, dann brauche ich jetzt noch ein bisschen mehr, aber das kriege ich hin. Das ist ja super. Dann kannst du quasi jede Holzart da. Dann kann ich jedes Material imitieren mit dem Zaun, genau. Jedes Mal, also kannst du auch den Stein sozusagen. Ja, nehmen. Genau. Du setzt quasi den Carpet-Block dann hin, also was immer du gecraftet hast. Ach, du hast also deine Tür da gebaut. Und dann, genau, und so habe ich meine Türen gemacht. Und dann kannst du einfach, das Material machst, indem du Material in die Hand nimmst und dann auf den Carpenters-Block, den du gemacht hast, draufklickst. Und wenn du so einen Carpenters-Hammer hast, dann kannst du auch noch die Struktur ändern. Hat mir alles Frame beigebracht. Struktur ändern? Ja, ist echt super cool. So, jetzt aber hoffentlich.
Nein, wieso gehen die Blumen nicht? Da? Na gut, die geht. Das passt ja schon mal. Die wollte ich hier hin machen, die geht nicht. Jetzt muss ich Blumen suchen gehen. Bin an deinem Haus mit meiner Tür. Entschuldigung, ich drehe um. Boah, mit diesen doofen Wolken hier weg, machen sieht das Team nicht aus. So, egal. Ich mache jetzt erstmal eins. Das am aussieht. Tag. Was denn? Du. Oh. Wasser macht in 8. Dankeschön. Bitteschön. Du setzt sie einfach und dann kannst du mit Rechtsstück mit jedem Material drauf machen und dann nimmt die Tür diese Farbe an. Ah, ja. Cool. Wie man. Ach, dann kann ich jetzt gleich mal schauen, wie man diese Tür macht. Mal gucken. Wie macht man die? Ah, das war die falsche Taste. Welche Taste war das nochmal? Ja. Aber normalerweise muss ich doch U drücken, damit ich sehe, was ich mache damit. Ja, geil. Irgendwie doch nicht. Versuch mal mit R. Miax Cody. Yay. Nein, R ist sortieren. Okay, dass ich da durch den Raum spiele. Zu wenig Erde, ich glaub's nicht. Also ich könnte mir quasi Teleporter bauen überall in meinem Haus. Das ist ja geil. Ja, kannst du machen. Ach du Scheiße. Okay, so schwer ist es eigentlich gar nicht. Man braucht nur Holz, mehr nicht. Ich sehe es gerade. Aber was dem Kappe das Bot natürlich jedes Material benutzen kann, ist ja viel geiler. Ich hab den Creeper verjagt. Dann baue ich mir Stein. Hab ich nicht vorhin irgendwo Holz pulverisiert? Doch. Wie kann ich daraus Papier machen aus den Woodchips? Reihe ineinander. Alles klar. Oh, Papier? Es ist gut, dass du das herstellen kannst. Ja. Ach, ich hab eine Farm bei mir im Haus. Das ist langweilig, ja, aber das kann man auch herstellen. Woodchips. So, Gold Nuggets und Redstone. Hab ich ja zum Glück alles hier. Aha. Das ist natürlich geil, das ist meine Kistenraum safe. Praktisch. Weil er keinen Eingang mehr hat. Nur ein Portal. 14 reichen gar nicht, ich brauch davon mehr. Ich brauch mehr Papier. Unglaublich! Ich brauch wieder. Wieder. Nur eins tiefer packen, ist die Frage. Ach Gott, das holst du ja da hinten drin. Okay. Da ist ja Blöcke. Egal. Arkaden, dein Vorgarten schaut leicht gefährlich aus. Mein Vorgarten schaut gefährlich aus? Ja, mit den ganzen Figürchen. Was für Frame? Ich hätte die ganzen Figuren hier aufgestellt. Ach so. Von den richtigen Ort kommen, und zwar hier muss. Okay. So, wie weit bewässerte Wasser? 8 Felder weit, glaube ich, ne? Hier, in jede Richtung. Hier, in jede Richtung. Ja, 1, 2, 3, 4, das ist ja praktisch. Ich fliege ja voll da nicht hin, wo ich hin wollte. Ach Mist, egal. Fliege ich halt woanders hin, da wollte ich auch nicht. Ach, Skelett, lass mich in Ruhe, ey. Hier. Perfekt. Was ist das für ein Baum? So, Glowstone. Und jetzt wird Glowstone in den Boden platziert. Geht jetzt das Tropicraft-Tor schon oder nicht? Wir wissen nicht, wo. Ach so. Das ist ja klasse. Ihr wisst nicht wo. Ich dachte, das ist irgendwo in der Selbst neben dem Haus von. Da war es mal, aber. Auch vier schräg, ne? Natürlich. Hat er das nicht umgesetzt gehabt? Und wir können ja mal nie für uns sagen. Ich glaube, der hat es gesetzt. Ach, der ist ja auch noch da. Ja, den müssten wir eigentlich mal finden und umlegen, oder? Ja, andersrum vermute ich eher. Moment, was bedeutet, dass das dann eine 5 neben meinem Namen steht? Dass du 5-mal gestorben bist. Dreht schon vom da Ding. Im Spieler. Ich dachte, ich wäre irgendwie cooler, weil ich mehr hab wie ihr. Als. Oh, kann man das Kloster machen. Wer steht an der Grenze der Safe Zone? Das Tropical Tor. Nefias und wartet auf uns. auf uns jetzt alle. Wahrscheinlich schon. Ey, Spinne hier auf. Ach, Skelett, lass mich in Ruhe. Hast heute aber auch Probleme, oder? Ja. Das ist unglaublich halt, ne? Weil, komm, das ist ja schon fast bemitleidenswert mit dir. Mhm. Ja, aber nur fast. Fast kein Mitgefühl für ihn, oder wie jetzt? Muss ich da mal gucken. Es gibt da mit Sicherheit auch voll die coolen Beleuchtungen hier. Ja, klar. Ich habe bei mir eine relativ coole Art verbaut. Wow, das ist ein Loch. Was hast du gemacht? Ich habe
verschiedene Fences aus Carpenterblöcken gemacht und dann Glowstone reingesetzt. Oh, echt? Das ist brillant. Geile Idee, ja. Jetzt sieht's aus, als hätte ich so Leuchtstäbe rumstehen. Was? Ich gut angucken, komm. Guck mir gerade alle geschitteten Glowstones an. Kann ich da auch geschitteten Glowstone da reinpacken? Ja, hab ich auch. Das hört sich so falsch an. Du kannst Glowstones chiseln? Ja. Klar. Klar, natürlich, ja, logisch. Das kannst du nicht chiseln. Verstehe. Basalt. Bin ich die Einzige, die nicht weiß, was das ist? Ja. Meißel. Ja. Okay. Gut, dann wäre das auch geklärt. Alles klar. Aber jetzt Basalt kann man nicht meißeln. Genau. Doch. Du musst ihn vorher brennen. Ja. Genauso wie Marmor übrigens, musst du auch vorher brennen. Oh, Moment, Basalt. Nee, Basalt nicht, sorry. 10 kopflose Zombies als welche. Basalt machst du so. Musst du brennen und dann musst du es immer Viererblöcke anordnen. Ja, da kannst du trotzdem was ändern. Ja, dann sieht das so aus wie bei meinem Haus. Ah, ich Basalt Bricks. Ja, und die Bricks kannst du nochmal. Wo? Die Bricks nochmal ist hier immer Vierer. 2x2er anordnen. Ja, Gold. Aus. Mein Gott, meine Axt ist ja fast im Arsch. Ups. Mir gefällt mir der glatte schwarze Boden besser als die. Sind das hier die Carpenter? Ah ja, okay, alles klar. Das sieht geil aus. Das kopiere ich mir, wenn das recht ist. So, wie viel brauche ich denn jetzt davon? Ich habe 14. Jo, dann passt das so vom Stil her sogar noch. Ups. Kopier ruhig, wir sind ja alle in dem Stil. Du kannst mit einem Hammer dann noch mindestens 23, 24 das Aussehen K. der einzelnen Zoll noch verändern, was immer richtig krass ist. Cool. So, mal das Schild ein bisschen ausprobieren. So, das Ding Karten kann ich jetzt mit Redstone. Lila, da brauche ich ja schon wieder grün. Nee, warte mal, für Türen brauche ich. Lapis und Green, genau. Nein. Wasserartischocke kann ich nicht so anbauen, ne? Auf Wasser. Wasser? Ja, komm her, du musst auch Wasser. Lol. Ja, Wasserartischocke ist klar. Das ist der schöne Glowstone, ja, das ist der schönste Glowstone. Ja. Eindeutig zu wenig Kaktus Green. Das ist so großartig mit den Carpenters. Ich hab ein Stack. Entdeck Cactus Green. Echt? Kann ich haben? Ein bisschen was? Selber schnell holen. Einfach nur draußen gefarmt. Blaue Blumen und lila Blumen und gelbe Blumen. So viel Cactus Green brauche ich. Kann ich 10 haben von dir? Da musst du herkommen. Wo bist du denn? Oben bei deinem Haus? Ja. Stehen hier Kisten. Welches ist denn deins? Scheiße. Das Haus mit dem geschisselten Cobblestone. Aber nicht, dass das aus Wolken gebaut ist, ne? Quatsch, was macht denn da? Die muss ich auch noch nehmen. Wir stehen hier Kisten vor. Geschisselter Cobblestone. Blaues Haus. Da hinten ist ein rotes Haus. Hast du einen Garten auf dem Dach? Ja. Also auf dem Dach nicht. Was? Einen Garten auf dem Dach? Hallo. Was? Ich bin nicht auf dem Dach. Hallo. Weiter darf ich nicht. Hallo. Ja. Hallo, kannst du reinkommen. Was? Kannst reinkommen. Ich darf reinkommen, yay. Sag mal, wo ist denn hier jetzt das Dorfzentrum? Hier muss ich draufstellen und ducken. Come on, ey. Geht nicht. Ducken. Wie oft? Ah, nur einmal. Ah, interessant. Und wo kriege ich jetzt, Warte, das habe ich, glaube ich, ein Geek. Wie brauchst du? 10, sag ich mal. Kannst du auch später wieder haben. Ich züchte ja Kaktus bei mir. Kakteen. Jetzt muss ich einfach springen, oder was? Richtig, genau. Wieso ist da eine. Bin ich noch eine einmal? Oder bin ich oben? Vom, nee, du kannst ja erst mal fliegen. Piraten. Achso, oder? Ich hab dich mit Rolle. Ich hab Rolle. In der Safe Zone? Hast du das keine Rolle? Ja. Ich genug Wolle, da ich brauch 8 Wolle dafür. Achso. Cool. Richtig. Dass er selbst aufgestellt hat? Oder wie? Hast du denn für ein System gebaut eigentlich? Ja, irgendjemand würde auch. Ach, das ist ein DNS-System, okay. Ja, das ist billiger, aber wenn ich jetzt die DNA machen möchte, gehe ich zu Karten und glaube sein Haus aus. Ja, okay. Und wo ist jetzt das Portal? Tropicraft-Portal. Hier ist das Portal, hier. Wo? Julia, hier ist das Portal. Was für ein Portal suchst du? Nee, das Tropicraft-Portal. Achso, nee, das weiß ich nicht. Ja, bin wieder weg. Ich dachte, wenn ich gerade schon mal hier bin, kann ich irgendwie, aber... Nee.
Eine Grenze der Safe Zone, das ist eine gute Aussage. Ja. Am Grenz? Oh, okay. Am Grenz, das was? Beim Grenzen der Safe Zone. Beim Grenzen des, ach so. Das ist nicht verschrieben. Oh Gott. Das wird voll tricky, meinen Teleporter wieder zu finden. Ich glaube, ich darf kein Weiß mehr. So geil aus der, ich werde das hier nicht finden, so. Das weiß ich doch jetzt schon. Ich fliege doch hier nicht noch 3 Stunden durch die Pampa. 4 Stück. Ich weiß ja noch nicht mal, wie das aussehen soll. Brauche ich nur so einen Liegestuhl. Zyan. Okay, da haben wir das ja schon mal. Du brauchst ja eh den Drink, um da reinzukommen. Richtig. Also, ja, dann hat es ja eh gar keinen Sinn. Obwohl es nicht schwer ist, eine Pina Colada. Coconut Chunk, das geht einfach. Empty Bamboo Mug geht auch. Brauchst du die Bäume hier noch? Ah, da brauchen wir Eisen. Das ist ja ein schöner Stein. Ich hoffe, ich kann das noch auswendig alles. Was? Brauchst du die Bäume hier noch? Du kannst die danach wieder anpflanzen. Kannst du fällen, wenn du willst, zwischendurch. Boah, hier ist so ein fieses Skelett. Hallo, fieses Skelett. Hallo. So, Item Extractor. Extractor Soul. Jetzt muss ich ja lesen, was ich mir aufgeschrieben habe. Ah ja, so. Filter. Filter Mode. Ich habe keine Ahnung mehr. Shit. Das ist gut. Ich glaube, am Anfang ist alles. Da gibt es eine Whitelist. Items are whitelisted. So. Wir dürfen auf den Server drauf. Items are blacklisted. Nee, die müssen. Sein. Okay. Oh, dieser glatte Kobbel, der glatte Glowstone ist ja geil. Weißer, komplett weißer Block, der leuchtet, ist ja voll. Kommst da rein, okay. Okay, das ist cool. Hört sich gut an, ein weißer, der leuchtet. Kannst du ja zu meinem Haus kommen, da siehst du es ja. Au! Weißt du, wo es ist? What the fuck? Nee, leider nicht. Was machen die verdammten Mini-Zombies hier? Kein sein. So, komm mal her hier. Wir sind Kakteen, da könnt ihr euch selbst dran umbringen. Vor allen Dingen zählt das ja wohl nicht als getötet, wenn die sich selbst umbringen, oder? Ach, ich brauch viel Orange. Bisschen hält mir nicht. Orange brauch ich jetzt Gelb und Rot, das kann ich nicht gucken. Ach, da ist er. Ich sterbe auf mein Kaktus. Tot. Ja, Pech gehabt. Ja. Ja, ich hatte keine Lust, sie selbst zu töten, weil da war einer mit dem Hut dabei. Weißt du? Ja. Geh nur eine Hutstrafe. Ich brauche 22. Ich krieg doch immer 2 Farben raus, oder? Boah, ich brauch jede Menge davon. Scheiße, ich brauch viel zu viel. Oh, verdammt, wie viel ich kriege. Das sind Nummer 48, das reicht ja überhaupt noch nicht. War nicht ganz symmetrisch, aber fehlt mir. Mir immer was zu essen abzieht, 24, wenn er sagt, das ist ja gerade mal die Hälfte. Ich brauche noch gelbe und rote Blumen, noch viel mehr, scheiße. Entschuldigung. Ja, ich brauche auch noch irgendwie Blumen. Hübsche Blumen. Zum in den Topf pflanzen. Wegzoll. Kannst du Tomate anpflanzen? Richtig. Davon habe ich ein paar. Nee, ja, Tomaten habe ich pflanze gerade selber an, aber ich meine richtig hübsche Blumen für den Blumentopf. Ich habe erst eine gelbe irgendwie, ich brauche noch Rot und ich weiß nicht, was man noch in den Blumentopf packen kann. Kannst du die von Natura reinpacken? Nee, viele von den Blumen gehen einfach gar nicht. Okay. Gehen einfach, funktioniert nicht. Will nicht. Ja. Ja. Ich brauche gelbe und rote Blumen. Leute, die Folge nähert sich langsam dem Ende. Oh, ah, noch Minute können wir noch, Minute können wir noch. Oh, das sieht voll nobel aus eigentlich, wie diese Ghostdown. Ich will heute auf jeden Fall mein Itemsystem da fertig kriegen. Das wäre schon richtig geil. Dafür brauchst du Blumen? Ja. Okay. Ich habe das Gefühl, das ist nicht der Weg zu meinem. Nein, das ist nicht der Weg zu meinem Haus. Folge jetzt einfach und guck, ob du coole Blumen findest. Hast du nicht den Waypoint dafür? Au! Doch, aber ich laufe immer den falschen Waypoints nach. Du kannst die Farbe ändern. Ich hab grad die irgendwo 2 rote Blumen da hinten waren, doch, siehst du? Gut, dann muss ich noch rausfinden, wie das geht. Alles klar, dankeschön. Eine rote Blume, auch. Genau, rote. Pech gehabt. Wenn er eine übrig bleibt, kannst du sie haben. Mit Linksklick drauf und dann mit dem Rausrad durchscrollen. Kannst die Farbe ändern. Außer du bringst mir orangene Blumen. Dann gute um. Nicht. Ich super, muss, danke. Ich muss damit orange machen, deswegen. Gutes um. Ja, dann Folge beenden, wa? Ja, Folge beenden, okay. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.